von Fortuna Düsseldorf zurück an die Rheinkirmes in Düsseldorf. Natürlich immer noch im Gespräch mit Christian Maniac Ewald, Betriebsleiter natürlich vom Breakdance Number One. Sehr, sehr cool, dass du immer noch hier bist, weil jetzt kommt nämlich gleich die große Auflösung. Die erste Challenge, NRW Live gegen Nix. Wir haben ja am vergangenen Samstag sehr, sehr lange gedreht. Unter anderem waren wir auch bei euch und haben so verschiedene Fahrgeschäfte getestet, aber haben uns auch gegenseitig in Wettkämpfen irgendwie gemessen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Heute natürlich die allererste Challenge, die wir zeigen werden. Aber bevor wir das machen, wollte ich da einmal noch ganz kurz sagen, es gibt euch auch in ganz, ganz klein. Es hat nämlich jemand auch bei YouTube mal hochgestellt. Da hattest du aber gesagt, dass der kleine Breakdancer, da sieht man es nämlich nur vier. Hier sind nur vier, also die Gondeln, hier sind nur vier, wie heißt das, die Kreuze hier, die wo die Gondeln draufgepackt sind. Drehkreuze, genau, 4D-Kreuze. Ich sagen, ist aber ziemlich detailreich. Also vor allem auch von den Sounds her, das hörst du auch im Hintergrund, das ist alles mit dabei. Ich glaube, es ist sogar eure Chefin im Hintergrund zu hören. Hören wir mal kurz rein. Wollt ihr noch schneller fahren? Alles mit dabei im Lego-Format, also echt witzig. Ist das scharf, auf jeden Fall. Es ist irre, was es da alles gibt. Es gibt ja sogar, auch guck mal, das alles bis ins kleinste Detail wurde da wirklich nachgebaut. Ich habe gesehen, es gibt sogar Modelle auch für die Eisenbahn, so im Format H0 gibt es das auch schon. Breakdance und so allgemein, die Kirmes gibt es da ja auch. Unwahrscheinlich, was man da alles mittlerweile auch in Miniatur hat. Unglaublich große Fangemeinde. Gibt ja auch ganze Kirmes-Simulationen, die man auch am Rechner spielen kann. Unter anderem auch da mit dem Breakdance. Also man kann ihn auch steuern. Man kann das alles so ein bisschen wie beim Flugsimulator eigentlich auch so ein bisschen auch beeinflussen. Also schon echt kurios, was es da alles gibt. Es ist schon teilweise witzig, wenn man sich diese Videos, die auch dann bei YouTube drin sind, mal anschaut. Wenn also Kirmes-Simulationen, die hier teilweise von der Optik her richtig gut sind, wenn man die quasi selber nachspielen kann. Was natürlich mit der Realität einfach nichts mehr zu tun hat, aber gut, wer Spaß dran hat. Definitiv. Und sich auch gerne bei YouTube zum Horst macht. Also ist auf jeden alles Fall cool. Eine sehr, sehr witzige Nummer. Mit. Jetzt geht's los. Challenge Nummer 1. Kira gegen mich auf dem Breakdance. Die Aufgabe war, Lippenstift aufzutragen und das bei voller Fahrt. Maniac hat richtig, richtig, richtig auf die Tube gedrückt vergangene Woche Samstag. Und da gucken wir jetzt mal rein, wie ist die Nummer ausgegangen. Mats ab. Müssen wir noch ein kleines bisschen weitermachen. Die Mats ist noch nicht bereit, haben auf jeden Fall da richtig, richtig viel Spaß gehabt. Wir waren ja mit vier Kameras unterwegs, unter anderem, und das hatten wir vor 7 Jahren nämlich nicht gehabt, diese kleinen GoPro-Kameras. Wir haben das ja damals noch mit der großen Kamera gedreht und mittlerweile haben wir ja die ganz, ganz kleinen GoPros. Die haben wir vorne unter anderem angebracht. Die hatte komplett in Slow-Mo immer aufgezeichnet. Und die Kira hatte eine GoPro sich oben auf den Kopf gesetzt. Da hatte ich aber schon am Anfang gesagt, da musst du aufpassen, wenn das Ding richtig Fullspeed fährt, dass das nicht runterfällt. Irgendwann hat es dann auch festgehalten und ist ein Glück, nichts passiert. Du hast ja schon ein bisschen komisch geguckt, als wir sagten, wir wollen da irgendwie mit Lippenstift hantieren. Hatten wir eben schon drüber gesprochen. Es war natürlich nicht der Pink Monday, aber eben hatten wir schon mal kurz über diese Simulation gesprochen. Da habe ich echt eine gefunden. Das ist, glaube ich, auch vom Breakdance Number One so eine Preview. Können wir mal ganz kurz reingucken, wie das am Rechner alles virtuell auch aussieht. Echt sehr, sehr kurios. Das ist schon mal eine schöne Stadt. Ja. Tatsächlich. Also so sieht das alles virtuell aus. Jetzt höre ich aber gerade, der Beitrag ist da. Wir haben wirklich den Spannungsbogen gespannt bis zum geht nicht mehr. Hier sind wir jetzt, Kira und ich. Challenge Nummer 1, die Rheinkirmes 2014. Jetzt aber, Mats ab!